man rollt also den Fels, den Berg hoch und über Nacht rollt er dann ein klein bisschen wieder runter. Inzwischen haben sich die Zeiten ein bisschen gewandelt und ich glaube, dass ich versuchen kann, Ihnen ein bisschen das Bild zu vermitteln, was ich über die Jahre hier angesammelt habe. Ich gehe mal ganz zu Beginn, nur ganz kurz, etwa 40 Jahre zurück. Vor 40 Jahren habe ich Studien in Auftrag gegeben, die vor mehr als 40 Jahren prognostizierte Entwicklung der Welt war ziemlich katastrophal. Man sagte also vorher, vor 40 Jahren, dass die Fortsetzung des bisherigen Verhaltens der Menschheit zu einem Zusammenbruch führen würde. Wann sollte dieser Zusammenbruch stattfinden? Genau jetzt. Wir würden ihn jetzt tatsächlich spüren. 20 Jahre danach erschien ein weiteres Buch, Die neuen Grenzen des Wachstums. 1992 mit der katastrophalen Aussage, ja, also die Welt ist im Wesentlichen unseren Vorhersagen gefolgt und wir haben keinen Grund zur Entwarnung und alles wird den Bach heruntergehen. 2002 gab es dann allerdings die ersten Abweichungen von den Prognosen und manch einer ist hellhörig geworden. 2002 konnten Sie beispielsweise feststellen, dass die Nahrungsmittelproduktion pro Kopf, das ist eine der Kurven, die hier gezeigt werden, diese gepunktete Kurve, sehr stark korreliert mit der verfügbaren Internetbandbreite in den jeweiligen Regionen. Und das war ein Novum, das hat 2002 außer mir nur ein anderer Kollege in den USA herausgefunden. Tatsache ist also, wir haben damals die erste Idee gehabt, was hier eigentlich möglicherweise der Faktor ist, der uns dann gefragt. Wir wissen erst seit 2 Jahren, dass dieses alte Weltmodell des Club of Rome aus dem Jahr 1972 wirklich manifest falsch ist. Und warum ist das falsch? Die Aussage ist ganz klar, das, was die übersehen haben vor 40 Jahren, was auch damals nicht absehbar war, was auch übrigens 1992 in der Form nicht absehbar war, ist die Entwicklung der Datentechnologie, des Internets, der weltweiten Vernetzung. 1992, das ist etwa hier, da haben wir im Internet etwa zwischen 10.000 und 100.000 Rechnern gehabt. Inzwischen, neueste Daten aus dem letzten Jahr, sind wir bei über 1 Milliarde Rechnern im Domain Name Service, also Rechnern, die tatsächlich benannt sind. Tatsächlich sind weit mehr als 1 Milliarde Computer im Internet miteinander verbunden. Das hat sich in der Tat so massiv ausgewirkt, dass es im Prinzip, so kann man sagen, die Welt gerettet hat, die Welt massiv verändert hat. Das ist ein Faktor, der die Politik, die Gesellschaft und die Welt beeinflusst hat, wie es vorher niemand vermutet hätte. Die Frage ist, niemand vermutet hätte, stimmt das wirklich? Hätten wir das Ganze wissen können? Ich gucke mal noch weiter zurück, ins Jahr 1968. Im Jahr 1968 haben Computer ganze Hallen gefüllt und die Leute, die man damals als Techniker und Programmierer hatte, die liefen in weißen Laborkitteln rum und stöpselten wie wild in irgendwelchen großen Schränken herum. 1968 ist aber auch ein Werk erschienen von einem JCR Licklider, die Computer as Communication Device. 1968 ist prognostiziert worden, dass wir irgendwann große Internet-Communities haben würden. Dieser Mensch, dieser JCR Licklider, hat als einer der ersten erkannt, dass der Computer kein Gerät ist zum Rechnen, sondern dass das tatsächlich ein Kommunikationsgerät ist. Wenn Sie jetzt fragen, ja, was ist dieser Licklider gewesen, der war zu der Zeit der Direktor des Information Processing Technology Office, der ARPA. Und die ARPA, die ist nachher die Organisation gewesen, die wenige Jahre danach die Keimzelle des Internet wirklich entwickelt hat. Das heißt, die Idee war von Anfang an Kommunikation und nicht der Computer als Rechengerät, wie das die großen Hersteller und Firmen noch behauptet haben. Wir sind nicht 1968. Ich habe in dieser relativ kurzen Note auch keine Zeit, auf die Details der Geschichte einzugehen, obwohl die sehr interessant ist. Wenn Sie tatsächlich Interesse haben, das mal im Detail aufzuarbeiten, was auch mit diesen Veränderungen alles einhergegangen ist, sagen Sie mir Bescheid. Ich komme auch gerne in lokale Gruppierungen, um entsprechende Vorträge zu halten. Wir sind 2014 heute. Daten haben wir aus dem Jahr 2013. Wie sieht es denn aus? 80% der Jugendlichen haben bereits einen eigenen Computer im Alter von 12 bis 13 Jahren. Wir haben eine dramatische Zunahme der Tablet-Computer vom Jahr 2012 auf das Jahr 2013 bei Jugendlichen. Ich weiß nicht, ob Sie die Zeit lesen. In der Zeit vom letzten Mittwoch, das ist ja Mittwoch erschienen, weil wir Donnerstag den Feiertag hatten, da gibt es auf der Seite die Zeit der Leser
eine fantastische Fotografie, vorher, nachher. Im Jahr 1906 eine Schiefertafel mit fast dem gleichen Aussehen, im Jahr 2014 ein Tablet-Pixel. Das ist das, was sich gewandelt hat, innerhalb von nur 100 Jahren. 96% der Jugendlichen im Alter von 12 bis 13 Jahren haben ein Handy. Und 72%, das heißt also der überwiegende Anteil dieser 96%, haben Smartphones. Dann kann mir niemand mehr erzählen, dass diese Jugendlichen nicht damit Facebook, WhatsApp, Anwendungen tätigen, und zwar ohne ihre Eltern zu fragen und ohne, dass die Eltern das wissen oder kontrollieren können. Ich mache meine Kinder darauf aufmerksam, dass es Konsequenzen gibt. Ich rede gerne Stunden mit Ihnen drüber. Sie haben die Kontrolle darüber verloren. Wir haben derzeit die Situation immer noch, dass pro Geburt auf dieser Erde, pro neuen Erdenbürger, der hier geboren wird, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt, mehr als 30 neue Smartphones registriert werden. Das heißt also, das ist eine Umwälzung, eine technische Umwälzung, deren Konsequenzen wir noch gar nicht vorhersehen können. Denn das heißt natürlich, und damit sind wir beim Thema Internet, nicht mehr beim Thema Telefon, das heißt natürlich, dass zunehmend junge Menschen dazu übergehen, wirklich 24 Stunden am Tag vernetzt zu sein und online zu sein. Wenn ich so ein bisschen in die Runde schaue, dann sehe ich, viele von Ihnen sind so in meinem Alter oder sogar darüber hinaus. Wir machen uns darüber Gedanken, was passiert hier? Sind wir abgehängt worden? Wo geht diese Entwicklung hin? Für die jungen Leute, für die Schüler heutzutage ist das überhaupt kein Thema mehr. Das wird einfach mitgenommen und zack, und die Welt ist so und wir leben damit. Und wenn das die Privatsphäre kostet, was soll's? Dann leben wir ohne Privatsphäre weiter. Das heißt also, hier hat auch ein Bewusstseinswandel stattgefunden. Es gibt eine fantastische Einrichtung, die ich eigentlich nur jedem empfehlen kann. Das ist unter diesem Kürzel hier verborgen. MPFS. Das ist der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest. Der Südwestrundfunk macht ja viele Sachen, von denen man sagen würde, naja, das ist aber herausgeworfenes Geld, was ja letzten Endes von uns stammt. Der Südwestrundfunk ist aber auch daran beteiligt. Dieser Medienpädagogische Forschungsverbund führt seit vielen Jahren, und zwar jedes Jahr wieder, Studien durch über das Thema Jugend, Internet, Medien, Kinder, Internet, Medien. Das heißt, da können Sie verfolgen, wie sich das entwickelt hat und wie auch die Gedankenwelt der Jugendlichen heutzutage ist. Ich gehe nochmal auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich auf das Thema Entwicklung, Weltmodell. 2001 sah es so aus, dass die 10% der Menschheit, die südlich der Sahara in Afrika gewohnt haben, nur 0,2% der Telefonleitungen hatten. Südafrika lassen wir außen vor. Die Internetbandbreite war vernachlässigbar. Und Afrika war im Jahr 2001 das Sorgenkind der Welt. Tatsächlich folgte dort die Nahrungsmittelproduktion pro Kopf dieser Vorhersage, ging so alles langsam runter. Jeder dachte, Afrika ist komplett verloren. Das war 2001. 2008 haben die Mobilfunkbetreiber als Gesamtgewinn für Kenia, Tansania, Uganda und Ruanda 2,6 Milliarden US-Dollar gemeldet. In der gleichen Zeit war die deutsche Entwicklungshilfe für Kenia 71 Millionen Euro. Können Sie sehen, das liegt in den Ländern nicht daran, dass kein Geld vorhanden ist. Diese ganze Entwicklungshilfe, die hätte man getrost sein lassen können. Wir hätten den Leuten Mobilfunkmasten und Handys geben sollen, da wären sie viel zufriedener mit gewesen. Wo geht das Ganze hin? Auch das könnte man noch weiter im Detail ausführen. Das geht tatsächlich dahin, dass für das nächste Jahr, für 2015, ein Gesamtgewinn von etwa 9 Milliarden Dollar, Gewinn von 9 Milliarden Dollar für Ostafrika prognostiziert ist und wir dort etwa 100 Millionen Mobilfunknutzer haben. Das sind Leute, die haben Handys, mit denen sie auch ins Internet gehen können, mit denen sie mit anderen kommunizieren können. Ich könnte Ihnen Beispiele nennen für Bildungsprojekte, bei denen diese Handys tatsächlich ausgenutzt werden. Die Leute werden angerufen automatisch, können auch sich informieren über bestimmte Sachverhalte, einfach indem sie eine Telefonnummer wählen. Das ist natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es gibt ja immer so die Idee, Computer machen eigentlich dumm. Gehen wir mal zurück, auch
wieder etwas mehr als 10 Jahre, las noch jedermann im Spiegel Online, Computer ist gleich Verdummungsgefahr. Dass das im Spiegel Online erschienen ist, ist sozusagen dann eine Ironie des Schicksals. Das zieht sich aber durch. Das können Sie verfolgen. Es gibt auch bis in die letzten Jahre hinein immer die Idee, davon werden die Leute dumm. Und der Gipfelpunkt 2012, Spitzer digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Das heißt, viele Menschen, auch viele Menschen mit Forschung, hatten die Idee, diese Revolution, die sich da abspielt, die tut uns möglicherweise nicht gut und das sind Gefahren damit verbunden. Ich habe viele, viele Vorträge über die Gefahren des Internets gehalten. Die gibt es tatsächlich, aber die liegen nicht darin, dass Computer dumm machen. Da gibt es eine schöne Studie aus dem Jahr 2008. Die Messung der Schulleistung korreliert mit der Computernutzung in den jeweiligen Haushalten. Eindeutiger Nachweis, Jugendliche mit intensiver Computernutzung haben signifikant bessere Schulleistungen als Jugendliche mit weniger intensiver Computernutzung. Man kann stundenlang darüber diskutieren, was die Ursache und Wirkung ist. Das kann man so rumsehen, man kann hier was interpretieren und da auch etwas machen. Aber Tatsache ist, wir sehen in der Forschung seit Jahren den Beweis dafür erbracht, dass sogar Computerspiele sich in dem Moment, wo ich sie nur einigermaßen mäßig nutze, nicht exzessiv, durchaus positive Auswirkungen. Fragen Sie mal die Jugendlichen, woher sie ihre englischen Sprachkenntnisse haben. Sich auf Englisch zu unterhalten, Englisch zu kommunizieren, lernen sie, und das müssen wir uns auch vor Augen führen, nicht in der Schule, wo sie mit Grammatik vollgestopft werden, sondern lernen sie im Internet, weil sie irgendwelche Anleitungen für Spiele nur in englischer Sprache finden. Die digitale Demenz ist also ein Märchen. Wir haben dem etwas entgegengesetzt und dieses ist sozusagen der Einstieg in das Thema Bildung. Was hat das Ganze überhaupt mit Bildung zu tun? Wir wissen erstens, heutzutage leben wir bereits in einer Gesellschaft, bei der das Wissen um Fakten und Prozesse der Wirtschaftsmotor ist. Wenn Sie heutzutage einen Mercedes kaufen, dann ist der nicht deshalb so teuer, weil die Produktion so viel kostet. Der kostet in der Produktion der Teile nicht mehr als, sind nun mal realistisch, Renault, Smart oder irgendein koreanisches Auto. Sondern das Fahrzeug kostet deshalb mehr als andere, weil dort Wissen drin steckt. Wie genau muss ich das machen, dass die Türen, wenn ich sie zumache, bei einem Mercedes genauso klingen und nicht anders? Das ist jetzt ein triviales Beispiel. Aber tatsächlich wird der Marktwert moderner Güter zu mehr als 80% durch das Wissen bestimmt, was da drin steckt. Wissen ist der Motor für die Wirtschaft heutzutage. Die Wissensmenge, müssen wir uns auch mal vor Augen führen, ist enorm gewachsen. Ich bin noch vor 5 Jahren durch die Lande gereist und habe vorgerechnet mit wissenschaftlicher Akribie, dass wir in den vergangenen 2 Jahren mehr Wissen produziert hätten weltweit als in den 5000 Jahren zuvor. Vor 2 Jahren haben wir auf meiner LearnTech jemanden gehabt von Google, der sagte uns, stimmt aber nicht mehr. Das, was wir messen, heißt, innerhalb von 2 Tagen schaffen wir inzwischen so viele Informationen neu, Originaldaten, neues Wissen, neue Daten, wie in den ersten 5000 Jahren der Zivilisation. Das Komische daran ist, außer Google hat im Moment auch niemand mehr die Möglichkeiten, das tatsächlich zu messen und diese Aussage zu treffen. Das ist vollkommen außer Kontrolle geraten. Die Datenmenge wächst so immens an, dass wir sie weder kontrollieren können, noch beaufsichtigen können, noch lässt es sich technisch machen, dass wir tatsächlich alles abfangen und alles abnehmen. Und wenn die NSA hingeht und riesen Zentren aufbaut, um Daten zu speichern, um abgehörte Mails auch abzulenken, dann sollen sie das machen. Ja, das fördert die Entwicklung der Informationstechnologie. Speichermedien werden dadurch billiger. Aber die sind immer an dem Limit, der sich technisch machen lässt und werden niemals wirklich den Erfolg damit haben, den sie wollen. Der dritte Punkt, Entschuldigung, das war zu viel. Das bedeutet natürlich, wir müssen uns auch eine andere Arbeitsweise anlegen. Wir müssen entweder angesichts dieses Ansturms der Wissensmenge aufgehen und zu vollständigen Fachidioten werden. Das heißt wirklich nur einen ganz kleinen Teil des weltweiten Wissens jeder bearbeiten. Im Bereich Rechtswissenschaften,
erscheinen heute an einem einzigen Tag so viele neue Papiere, die relevant sind, auch für ein enges Gebiet, dass Sie ungefähr 30 Tage bräuchten, um das alles zu lesen. Sie können sich eigentlich nicht mehr umfassend bilden auf einem bestimmten Gebiet. Sie werden immer mehr zum Spezialisten oder Sie ändern die Arbeitsweise. Das bedeutet, vierter Punkt, die Bedienung digitaler Endgeräte, das hat nichts mit technischer Kompetenz zu tun. Nicht die Bohnen, sondern das ist eine Kulturfähigkeit. Wenn Sie in dieser Kultur, das bedeutet, auch das Lernen findet am Computer statt. Die Wissensmenge, die können wir nur über den Computer, über diese digitalen Endgeräte erfassen, erschließen. Und da lernen wir. Auch Kinder lernen damit. Der Lehrer mag zwar glauben, dass er den Kindern noch etwas vermittelt, aber die gehen nach Hause und schauen im Netz nach, wie ist die Lösung, wenn wir Pech haben, oder diskutieren mit anderen darüber, wie die Lösung zu finden ist, wenn wir Glück haben. Das geht inzwischen so weit, dass in Schulen, in denen das erlaubt wird, auch im Unterricht die Tablets und Smartphones eingesetzt werden, um dem Lehrer zu sagen, ja, also das, was du gesagt hast, lieber Lehrer, das galt zwar vor 5 Jahren, aber jetzt sieht das ganz anders aus. Mir geht das regelmäßig so. Ich halte meine Vorlesungen recht aktuell. Und dann kommt einer und hebt die Hand und sagt, ja, aber das stimmt nicht, gestern ist da was Neues erschienen, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Gut, machen wir das so. Das bedeutet, natürlich wird uns diese Kultur in irgendeiner Weise verändern. Jede Art von Kulturtechnologie hat uns verändert. Wir sind verändert worden durch die Erfindung des Feuers und auch durch die Erfindung zubereiteter Mahlzeiten. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung diese Veränderung gehen wird. Sie wird aber dramatisch sein und es hat nichts mit Demenz zu tun. Noch ein Punkt zum Thema technologiegestütztes Lernen. Ich habe gesagt, das Lernen findet heute am Computer statt. Das, was Sie hier sehen, ist das Umsatzwachstum der E-Learning-Branche, der Branche für das technologiegestützte Lernen in Deutschland. Das Umsatzwachstum von 2010 auf 2011, 22%. Von 2011 auf 2012, 15% etwa. Von 2012 auf 2013 liegen uns die Daten noch nicht vollständig vor, aber wir sind wieder zweistellig, möglicherweise wieder bei den 20%. Das hebt richtig ab. Das ist ein Multimillionen-Euro-Geschäft geworden. Etwa 500 Millionen Umsatz in der Branche in Deutschland 2012. Und was tut sich in der Bildung? Es gibt ein fantastisches Beispiel, das ist die Virtuelle Hochschule Bayern. Die Virtuelle Hochschule Bayern ist keine Hochschule, sondern wird getragen von allen Hochschulen in Bayern. Im Dezember 2013 24.000 immatrikulierte Studierende und fast 45.000 Kursbuch. Das heißt, eine Lehreinrichtung, die von allen bayerischen Hochschulen genutzt wird, die Lehrleistungen erbringt im Umfang einer großen Landesuniversität, aber nur ein Zehntel kostet, und das Lernen erfolgt über das Internet. Wenn Sie fragen, wo Baden-Württemberg steht, da könnte ich lange drüber referieren. Fragen Sie es nachher, wenn wir noch Zeit haben für die Diskussion. Eine Zwischenbilanz. Wir haben es also zu tun mit einer digitalen Relevanz heute, die uns dazu führt, wenn wir überhaupt am Weltwissen partizipieren wollen, dann können wir das nicht mehr ohne Computer machen. Alle Jugendlichen haben zu diesem Weltwissen inzwischen Zugang, weil sie Internet zusammen haben. Es sind ein paar offene Fragen der Netzpolitik, die haben wir schon angesprochen, da will ich also nur kurz drüber gehen. Wir müssen uns natürlich nicht nur Gedanken machen über die Einschränkung von Rechten, über rechtliche Probleme, die wir damit haben, sondern eine ganz wesentliche Frage stellt sich. Wenn das eine Kulturtechnologie geworden ist, müssen wir dann nicht so etwas schaffen wie ein Bürgerrecht auch auf Zugang zu diesem Netz, also in eine komplett andere Richtung gedacht. Das Thema Datenschutz. Ich habe vorhin bereits ausgeführt, wir haben 1997/98 verhindert eine gesetzliche Einschränkung der starken Kryptographie in Deutschland. Dass wir das inzwischen nicht nutzen, dass immer noch diskutiert wird die Frage, können wir das auch so machen, dass jeder versteht, sei dahingestellt. Aber Tatsache ist, wir haben schon mehrfach Angriffe auf diese Freiheit abgewehrt. Lassen Sie mich
noch vier Sachen sagen, was uns jetzt derzeit erwartet. Das, was im Moment abläuft, ja, wir haben es zu tun mit neuen Inhaltsparadigmen, wie wir das nennen. Eine der wichtigsten Innovationen beim Lernen sind die sogenannten Serious Games. Immer mehr Unternehmen gehen dazu über, Prozesse irgendwie spielerisch zu vermitteln, spielerisch aufzuarbeiten. Ein ganz großes Thema ist die sogenannte Gamification. Die Europäische Union hat ein neues Forschungsrahmenprogramm aufgelegt, Horizon 2020. Einer der ersten Calls war eine Ausschreibung, gerichtet an Unternehmen, an Forschungsgruppen in der ganzen Europäischen Union, sich mit dem Thema Gamification zu befassen und dafür Projekte zu entwickeln. Alles soll spielerisch werden. Jetzt kann man natürlich Spiele so und so sehen. Da gibt es diese schönen Spiele, wo man lernt, ein Zoodirektor zu sein. Das Kind als Manager. Fantastisch. Dabei werden Fähigkeiten erworben, die für ein Berufsleben extrem wichtig sind. Außerhalb der Schule. Auch oft ohne elterliche Kontrolle. Schauen Sie nach bei Facebook. Ja? Die Kinder müssen eine Farm managen. Und sei es auch nur ein Aquarium. Funktioniert wunderbar. Das Spielen ist tatsächlich eine der ältesten Strategien der Evolution für das Lernen komplexer Prozesse. Wir müssen uns also andersrum mal fragen, warum haben wir jemals den Spaß aus dem Lernen herausgenommen? Hat Schule Spaß gemacht? Oh, kommt drauf an. Könnte man Schule nicht so machen? Und haben wir jetzt nicht auch die technischen Mittel dazu, dass Schule mehr Spaß macht? Jetzt kommt natürlich wieder die warnende Hand, weil es gibt ja auch solche Spiele. Es gibt den First-Person-Shooter. Wir knallen die Gegner ab. Wir haben vor 2 Jahren einen Antrag gestellt beim BMBF, der leider nicht durchgegangen ist. Ich vermute nämlich eins. Wenn Sie tatsächlich diese Hardcore-Gamer, wie Sie sich selber nennen, anschauen, die trainieren Fähigkeiten, von denen ich sagen würde, die gehören auch in das Management eines Unternehmens. Personalführung, strategisches Denken, Planung von Prozessen. Klasse. Kann man bestimmt auch an anderer Stelle verwenden. Ob das nun dann tatsächlich dazu verwendet wird, auf irgendwelche Aliens zu ballern oder feindliche Soldaten abzuschießen, auch wenn sie nur virtuell sind, das ist an der Stelle sekundär. Was trainieren wir da? Was sind die Fähigkeiten, die damit den Leuten beigebracht werden? Neue Darstellungsparadigmen. Wie werden Ärzte trainiert? Ein ganz fantastisches Projekt der Charité in Berlin ist ein Patientensimulator. Sie sehen hier das ganze Team versammelt um ein horizontales Display. Auf diesem horizontalen Display sehen Sie dieses kranke Kind. Das hat jetzt irgendeine Krankheit und das Ärzte-Team kann jetzt hier auswählen verschiedene Werkzeuge. Hier ein Stethoskop, da irgendwelches von dem Zeug, was Ärzte dann normalerweise verwenden, zum Reinpicken, Messen, was auch immer. Der Patient ist vollständig virtuell. Wir können selbstverständlich auch Laboruntersuchungen aufrufen, mit dem Mikroskop und sonstigen Objekten da hineinschauen. Das ist die Art und Weise, wie wir künftig trainieren werden, auch ganze Teams trainieren werden in komplexen Situationen. Das ist ein europaweiter Wettbewerb für technologiegestütztes Lernen, den ich 10 Jahre lang geleitet habe. Wir haben dieses Jahr die letzten Preise darin vergeben. Das ist einfach so gut geworden, dass wir mit der Fülle der Einreichungen nicht mehr das wirklich Top-Thema von den anderen unterscheiden können. Wir werden es zu tun bekommen mit neuen Lernmaschinen. Keine Angst, ich werde Ihnen jetzt nicht erklären, was dieser vierdimensionale Hyperwürfel hier soll. Wir haben derzeit in der Forschung verschiedene Projekte am Laufen, bei denen wir den Computern beibringen, ein pädagogisches Modell. Wir machen also aus dem Computer einen Lehrenden, der tatsächlich eine pädagogische Ausbildung hat, und bringen ihm bei, wie er diese pädagogische Ausbildung auf die Lernenden tatsächlich anwenden kann. Das ist ein Projekt, was ziemlich viel von meiner Zeit frisst. Und wenn Sie sich darüber informieren wollen, hier ist der Link. Die Folien können wir übrigens auch in irgendeiner Weise Ihnen zur Verfügung stellen.
Was ist noch? Just around the corner. Wie bedienen Sie heute Ihren Computer? Mit Tastatur und Maus? Das ist, denke ich, zum Aussterben verurteilt. Eine der schlimmsten Entwicklungen im Bereich Schule ist, wenn man versucht, Kindern Medienkompetenz dadurch beizubringen, dass man ihnen einen Kurs in zehnfingerigen Schreiben vermittelt. Das ist vollkommen obsolet. Wir werden innerhalb kürzester Zeit ganz neue Interaktionsparadigmen haben. Die Beispiele Nintendo Wii und Microsoft Kinect, wo sie agieren können, im Raum sich bewegen können, das ist nur der Anfang. Wenn Sie glauben, dass das aus der Luft gegriffen ist, was ich sage, gibt ein erstes kommerzielles System, eingesetzt im Operationssaal. Der Mediziner muss, wenn er den Bildausschnitt seines Monitors verändern will, er guckt auch auf den Monitor, nicht mehr auf den Patienten, nur nicht mehr der Schwester sagen, ein bisschen nach links oder irgendwelche Knöpfe bedrehen, sondern der bewegt die Hand in der Luft und das wird erkannt und wird entsprechend dann auch umgesetzt. Ein anderes Projekt, von dem ich weiß, Bedienung von großen Schaltwarten in Kraftwerken mit Non-Touch- und Multitouch-Interfaces. So sieht das dann ungefähr aus. Ich gebe ja zu, dass hier links ist Tom Cruise in Minority Report. Sie wedeln mit den Händen in der Luft rum auf den Bildschirm. Das ist aber das kommende Paradigma. So werden wir künftig unsere Computer bedienen. Und Tastatur und Maus, was nützt mir das zehnfingerige Schreiben, was ich in der Schule lerne, wenn ich sowieso nur den Daumen benutze, um meine Buchstaben zu machen? Eine ganz wichtige Sache. Wir haben es auch mit neuen Organisationsparadigmen zu tun. Ein Stichwort, auf das Sie achten sollten, MOOC. Massively Open Online Courses. Oder wenn Sie als Amerikaner mit schlechtem Englisch operieren, dann sind es Massive Open Online Courses. Ein Beispiel, ein Kurs dieser Dame hier von Catherine Lucy über Clinical Problem Solving, das heißt ein medizinischer Kurs, übers Internet. 28.000 Teilnehmer und kostenfrei. Ein exzellenter Kurs unter allen Gesichtspunkten. Was wird passieren? Wir werden innerhalb kurzer Zeit Basiswissen auf akademischem Niveau in exzellenter Qualität frei oder gegen geringe Kosten im Internet haben können. Die amerikanischen Universitäten, die das losgetreten haben, die haben natürlich massive kommerzielle Interessen dahinter. Massive kommerzielle Interessen bedeutet, sie wollen Studierende werben der ganzen Welt, die dann kommen und hohe Studiengebühren bezahlen. Sie glauben, das ist eine Sache der USA? Im Wissenschaftsministerium haben wir vor wenigen Wochen eine Tagung veranstaltet, mit Hilfe der Universität Stuttgart dann auch, zum Thema MOOCs or POOCs. Und herauskommt, dass die TU 9, die neun großen technischen Universitäten Deutschlands, gerade einen solchen freien Kurs veröffentlichen, um in der ganzen Welt Studierende zu werben und nach Deutschland zu holen. Dabei wird natürlich Wissen nach außen gegeben. Basiswissen in exzellenter Qualität, frei verfügbar. Sie glauben, das bezieht sich nur auf akademisches Wissen. Wie reparieren Sie heute eine Waschmaschine? Früher haben Sie einen Klempner gerufen. Heutzutage schauen Sie bei YouTube und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass genau für Ihre Waschmaschine die Reparaturanleitung als Video dort abgelegt ist. Und Sie können das wunderbar nachkommen. Das sind freie Bildungsressourcen, die beispielsweise im Beruf des technischen Installateurs massiv verändert haben. Und wenn Sie nicht dabei sind, wenn Sie sich dem nicht anpassen, als jemand, der im Bereich Geschäfte betreibt, dann sind Sie verloren. Open Educational Resources sind ein ganz wesentlicher Punkt derzeit, der zur Entwicklung diskutiert werden. Diese Open Educational Resources sind natürlich etwas, was auch in der Politik ganz interessante Fragestellungen aufwirft. Wenn das alles frei verfügbar ist, sind wir denn eigentlich blöd, dass wir für höhere Bildung noch so viel Geld ausgeben?